Ja, hallo, guten Abend. Erstmal natürlich gratuliere Rieke und der Gastmannschaft zum Sieg. Und so wie es halt in Eishockey bei uns war, der in Oberteil haben wir gewonnen und heute hat der Kassel gewonnen. So ist das in Eishockey. Ich glaube, wir haben heute ein attraktives Spiel gesehen mit viel Kampfgeist, mit viel Leidenschaft. Beide Seiten wollten nicht nachlassen, jeder hatte gegeben. Alles gegeben und versuchen die Räume eng zu machen, in Zweikämpfe gegangen. Ganz wichtig war, dass wir auch taktisch sehr diszipliniert gespielt von Defensive raus versuchen, unsere Konterchancen zu verarbeiten. Aber wie gesagt, das Kassel ist eine gute Mannschaft und da hier Punkt zu holen, sage ich jetzt, so heutige Zeitpunkt mit unserer Mannschaft oder im Rahmen unserer Möglichkeit, wir haben heute unsere Glücklich rausgetan. Wir haben gesehen, wie die Mannschaft ist geknickt in die Kabine gegangen, weil wir haben wirklich super Leistung abgeliefert, wir haben richtig gekämpft. Und dadurch kann ich noch meine Jungs loben, die haben wirklich alles gegeben heute. Aber ich denke, für die Zuschauer war es sehr interessant. Und darauf würde ich sagen, dass können wir das so weiter so arbeiten und aufbauen und dann entsprechend die Siege irgendwann auch gekommen. Danke. Ja, danke schön, guten Abend zusammen. Natürlich freut mich auf den Sieg. Das war ein sehr hart, wie selber gesagt, sehr hart gekämpfter Sieg. Beide Mannschaften hat sie körperbetont gespielt, taktisch gut gespielt. Und muss man auch sagen, bei Reuter spielt seit sie Snap sehr gut und es ist schwer durchzukommen und ganz wenig Chance ausgegeben, aber trotzdem wir haben eine gute Chance ausgearbeitet und die Tore sind richtig Zeit gemacht. Wieder zwei Special Teams, zwei Powerplay Tores, wieder Unterzahl sehr gut. Es freut mich wirklich für die Jungs, dass sie jetzt in die Novemberpause hier in die Deutschland Cup Pause mit einem Sieg gehen und mit einem sehr positiven Wochenende.